Hallo meine Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Disney Oktober Haul. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin Simone, man nennt mich aber auch Moni, deswegen mein YouTube-Name Moni Maus. Von mir bekommt ihr kontinuierlich neuen Disney-Content, also wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und drückt auf die Glocke. Und ich würde sagen, wir starten. Ja, wo soll ich anfangen? Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, das Video total eskaliert irgendwie im Oktober. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Sachen auf einmal herkamen. Auf einmal habe ich mal in meine Haul-Ecke geguckt und irgendwie... ja, also fangen wir an. Ich knüpfe an den Primark Haul an, den ich schon hochgeladen habe. Ich verlinke den nochmal bei dem i, falls ihr euch den nochmal angucken wollt. Ich habe nämlich letzte Woche dann war nochmal im Primark bei mir in Bonn und dann habe ich noch was gefunden. Ja, wie immer. Also irgendwie ist bisher nur einmal in meinem Leben passiert, dass ich einen Primark betreten habe und nichts gekauft habe. Einmal. Genau, also ich habe einmal diese Lichterkette mit Nikolaus Mickey gekauft. Die hat 3,50 Euro gekostet. Und ich finde die ganz süß, wenn man die in einen Adventskranz einbindet oder so. Genau, es sind 20 LED-Lichter und die ist 2,35 Meter lang. Ja, Weihnachten steht ja im Prinzip vor der Tür, also dass man anfangen kann zu dekorieren. Und ich kann es kaum erwarten. Dann habe ich mir hier diese Bürste gekauft in Form einer Minischleife. Und das sieht aus, als wäre es eine Art Tangle-Teaser. Ich habe es noch nicht getestet, ob es genauso funktioniert wie ein Tangle-Teaser. Aber von der Bürste her sieht es so aus. Aber ich finde sie auch ganz süß und für 3 Euro dachte ich, probiere sie mal aus, nehme ich sie mit. Und ich teste sie mal, ob es wirklich ist wie ein Tangle-Teaser. Ich kann sie ja mal dann in der Story posten auf Instagram. Übrigens, mein Instagram-Name, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, ich schreibe es aber hier unten nochmal rein, Disney_withSimone und da poste ich auch regelmäßig in meine Stories, was ich so kaufe, wo ich so unterwegs bin und Disneyland und alles mögliche. Also wenn mir da noch nicht folgt, gerne auch da. Ja, genug mit der Werbung. Dann habe ich mir diesen Kofferanhänger mit Olaf gekauft von Frozen 2. So langsam kommt die Frozen 2, das Merchandise raus bei Primark, klamottenmäßig noch nichts. Es gab so viel Büromaterial und ein Reisepasshalter. Aber ich habe mir jetzt nur diesen Kofferanhänger mitgenommen, weil ich Olaf einfach liebe. Und er ist ganz süß und er hat 3,50 Euro gekostet. Dann ist mir letztens aufgefallen, dass ich ganz schön wenige Pyjamas habe irgendwie, also langärmelige. Und dann habe ich mal geguckt und dann gab es hier diese Tasche. Was ich daran ganz witzig finde, ist, der Pyjama ist in der Tasche drin. Und ich finde es praktisch auf Reisen. Also wenn man den mitnehmen will, kann man den einfach hier in diesen Beutel packen und mitnehmen. Ich zeige euch den jetzt auch von, wie er aussieht, der Pyjama. Moment. Also der Pyjama hat 15 Euro gekostet und das ist einmal das Oberteil mit Mickey. Ich bin noch ein bisschen müde, ich bin gestern erst aus dem Disney wiedergekommen. Genau, also einmal Mickey und dann dazu die passende Hose. Genau, einfach kariert. Ich glaube, da ist jetzt nichts Disney dran. Nee, genau, und die hat 15 Euro gekostet und ich finde es halt praktisch, dass man die in so einer Tasche verstauen kann und auf Reisen mitnehmen kann. Das letzte Teil, was ich mir aus Bonn mitgenommen habe, ist so ein Handtaschenspiegel für 2,50 mit Mickey-Optik. Ganz praktisch für die Handtasche oder auch für Bilder und für 2,50, ja, fand ich den ganz süß. So, und dann hat mir eine Freundin, die liebe Kaylee aus England, mir auch noch was mitgebracht. Ich habe sie jetzt nämlich an dem Wochenende in Disneyland getroffen. Und zwar einmal hier diese Untersetzer. Die gab es auch in Deutschland, ich weiß, in vielen Primark. Aber sie hat mir das schon in England gekauft, deswegen habe ich es mir jetzt in Deutschland nicht mitbringen lassen. Genau, und zwar einmal diese Mickey-Untersetzer. Die sind eigentlich für die Weihnachtssaison, aber ich finde jetzt nicht, dass die jetzt unbedingt Weihnachten schreien. Okay, sie sind rot, aber da ist jetzt nichts Weihnachtliches. Es sind Herzen und Mickey-Köpfe drauf, deswegen... Mal sehen, ob sie nach Weihnachten auch noch bestehen bleiben. Genau, also 2 Stück davon. Das sind jeweils 4 Stück, also 8 Untersetzer. Und dann habe ich die hier noch mitbringen lassen. Das sind so für wie heißen die denn? Unterlagen für den Tisch. Genau, und die schreien jetzt auch nicht so Weihnachten. Klar, hier ist ein Herz und sonst sind alles Mickey-Köpfe. Und davon habe ich auch 2. Und in einer Packung sind 4 Stück. Ja, also habe ich insgesamt 8. Achso, was sie gekostet haben. Die waren 6 Pfund und die Untersetzer waren 2,50 Pfund. Dann machen wir weiter mit meinem Lieblings-Ohren-Shop. Also Ohren, die Ohren-Shop. Und zwar habe ich mir endlich, seit langem wollte ich das haben, und zwar einen Ohrenhalter.
Die Liebe, also die gibt es bei ES Ever After. Ich verlinke euch übrigens alles unten in die Infobox, wenn es alles noch irgendwie online gibt. So, mit diesem Ohrenhalter habe ich schon sehr, sehr lange geliebäugelt. Das Problem war, die Dame, die die Ohren und diese Halter hier herstellt, wohnt in England. Und der Versand von diesem Ohrenhalter war, glaube ich, 30 Euro. Und das war es mir dann nicht wert. Ich glaube, der Ohrenhalter selbst kostet um die 30 Euro, circa umgerechnet. Und dann nochmal 30 Euro Pfand. 30 Euro Versand war es mir dann nicht wert. Aber da ich jetzt meine liebe Freundin Kaylee in England habe, habe ich es zu ihr schicken lassen. Und sie hat es mir dann jetzt am Wochenende mitgebracht. Und ich finde ihn einfach zuckersüß. Also hier in der Mitte, das ist weich. Und das an den Außen ist, glaube ich, Holz. Genau, auf beiden Seiten. Und dann kann man da die Ohren drauf packen, weil meine Wand ist voll. Wie ihr sehen könnt, hängen die ganzen Ohren schon auf der Lampe drauf. Und jetzt könnt ihr endlich hier auf diesen Halter. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn hinstelle, ob ich irgendwo einen Platz finde, aber ich muss. Genau, aber ich finde ihn sehr süß. Und mittlerweile macht die Liebe von ES Ever After auch hier so Taschen. Also man kriegt jetzt alles in so Taschen mitgeliefert, in so Stoffbeuteln, was ich auch wirklich sehr toll finde. Ja, und dann habe ich mir noch zwei Paar Ohren bei ihr bestellt. Ja, Weihnachten, wie gesagt, steht ja vor der Tür. Und die hat wirklich jedes Jahr tolle Designs. Und jetzt muss ich hier das Kabel, das steht ein bisschen raus, aber ist ja auch egal. Und zwar einmal das Paar Ohren, das ziehe ich jetzt auch gleich an. Ich habe letztes Jahr schon so ein paar grüne Ohren bestellt, in so einer Tannenoptik. Und dieses Jahr wurden es diese. Die hat sie aber letztes Jahr auch noch nicht gehabt. Also die sind dieses Jahr neu, jetzt muss ich so mal gucken. Weil die leuchten. Was man sich aussuchen konnte, ist, welche Figur hier in der Mitte ist. Ich habe mich für Mickey entschieden. Der Grund ist, ich habe ein Spirit Jersey mir gekauft, ein Weihnachts Spirit Jersey, den seht ihr auch gleich noch. Und da ist Mickey auch vorne drauf und das passt dann perfekt zu den Ohren. Ich ziehe es jetzt mal für euch an. Das Kabel steht jetzt. Also ich habe jetzt keine Lust, das irgendwie da reinzufriemeln. Genau, also so sehen die Ohren aus und ich finde toll, dass die leuchten, weil im Winter ist es ja sehr schnell dunkel im Disneyland und dann ist es wirklich ein Highlight, wenn man durch den Park läuft und die Ohren leuchten. Genau, die Ohren bei der lieben ES Ever After Dame kosten um die 20, 25 Euro. Es kommt immer auf an, die Mittelbeleuchtung sind etwas teurer. Genau, und dann das zweite Paar, ja, ich habe zwei Paar bestellt, nochmal für Weihnachten, sind diese Ohren. Ich zeige euch die jetzt gleich mal von Namen, damit ihr den Stoff seht. Ich finde sie auch sehr schön. Ich mag dieses Bordeaux-Rot, dieses Weinrot. Ist ja genau meine Farbe. Erstmal ziehe ich sie an und dann zeige ich sie euch vom Namen. Genau. Genau, so sehen die aus. Ja, ich weiß. Ohren haben es mir einfach angetan. Ne? Achso, und die kamen auch in so einem süßen Stoffbeutel, aber zusammen. Also da gab es nicht für jedes Ohr eins. So, jetzt zeige ich euch mal den Stoff vom Namen. So, hier seht ihr Mickey mit Geschenk, hier Mickey und Minnie zusammen und hinten auch nochmal Mickey, Minnie auf dem Schlitten und hier nochmal Minnie eben mit einem Geschenk. Genau, also diese Ohren liefert sie auch nach Deutschland. Der Versand bei den Ohren ist nicht ganz so teuer, ich glaube so 6 Euro, deswegen lasse ich mir die immer direkt nach Deutschland schicken. Aber den Ohrenhalter, das war mir dann zu teuer, aber ja. Ich habe jetzt eine Freundin in England und die kann es mir dann immer mitbringen, wenn wir uns sehen oder auch schicken. Ja, machen wir weiter mit einer Funko Pop Figur und zwar exklusiv nur bei EMP erhältlich. Das ist Elsa für Frozen 2. So, da ist Elsa in ihrem neuen Kostüm. Ich finde sie sehr hübsch, ich muss sagen, aber ich habe jetzt noch eine Anna Funko bei Shop Disney gekauft, die seht ihr euch gleich noch. Wenn man die nebeneinander stellt, dann sieht Elsa ein bisschen krank aus vom Gesicht her, weil das so ein bisschen lila angehaucht ist. Aber sonst ist sie super süß und ja, so langsam kommt halt Frozen 2 Merchandise in alle möglichen Shops und ja, ich kann dann auch nicht dran vorbei. Und die Funkos bei EMP kosten 15 Euro. Aber man findet überall im Netz 15% Gutscheine. Dann habe ich noch was bei Calzedonia bestellt. Es gab ja die Glamour Shopping Week. Und die hatten jetzt eine Donut-Kollektion. Und dann habe ich mir hier diese Jeans gekauft. Try on. Und zwar seht ihr, ich habe nicht so viel mit drin. Deswegen einmal, also dreimal Donut ist auf dieser Hose vertreten. Und hinten
auch nochmal. Die ist etwas Highways geschnitten, aber ich habe so eine schon mit Mickey, von, also nicht mit Mickey ganz drauf, sondern mit so, egal. Auf jeden Fall habe ich schon eine Leggings von Calzedonia, die sind eigentlich ganz bequem und wie gesagt, ich habe nicht so viel mit Donald. Deswegen habe ich sie mir so bestellt und es gab in der Glamour Shopping Week 20% und ich habe mir noch die passenden Strumpfhosen dazu gekauft. Genau. Warum bringen eigentlich so viele Shops neue Disney-Sachen raus? Weil das ist immer so mein Tod. Ja, diesen Monat war es leider Aldo. Und ich konnte nicht widerstehen. Nein. Ich hätte mir auch sehr viel mehr von der Kollektion kaufen wollen, aber es geht nun mal nicht. Man muss dann da Prioritäten setzen. Also, fangen wir an. Die hatten Schuhe und Handtaschen rausgebracht, auch Schmuck. So, und zwar einmal die Tasche habe ich mir gekauft. Die gab es in Rot auch nochmal und in Blau. Ich habe mich für Schwarz entschieden, weil Schwarz am besten zu allem passt und sehr classic ist. Und ihr seht hier schon eine goldenen Mickey-Kopf vorne dranhängen. Ist auch relativ schwer. Dann hier vorne eine Mini. Und hinten steht nur Disney Aldo. Ich habe, also als ich das Bild gesehen habe, habe ich gedacht, sie wäre größer. Aber ist sie nicht. Ja, also ich hatte jetzt auch ein Disneyland dabei. Es ist nicht die größte Handtasche. Es passt schon ja, ein Geldbeutel, Handy, Taschentücher und vielleicht einen Lippenstift rein und so. Ihr habt hier zwei Fächer und ein mittleres Fach mit Reißverschluss und auch, dass man die umhängen kann. Und die Taschen haben 55 Euro gekostet, was ich völlig in Ordnung finde. Ist halt kein echtes Leder. Ja, dann das nächste, was ich mir von Aldo mitbestellt habe, ist dieser Rucksack. Ich finde ihn perfekt für nächstes Jahr, für die Lion King Season. Von weitem seht ihr es gar nicht, aber da sind überall Hidden Mickeys drauf. Und hier ist Mickey und da ist Mickey. Genau. Er ist auch relativ groß, es passt sehr viel rein. Ihr habt vorne noch so ein extra Fach und hier vorne ist auch noch meine Mickey. Und ich finde, dass es halt so versteckt ist, diese Mickey-Köpfe. Man sieht es halt auf Anhieb gar nicht, finde ich total toll. Und der Rucksack war bei Zalando sogar im Sale und den habe ich für 37 Euro ergattert. Genau, weil es gab irgendwie Pre-Sale und dann hatte man irgendwie, der war dann im Sale, dann hat man irgendwie nochmal 15% oder so bekommen bei Zalando. Genau, also ich habe den für nur 37 Euro bekommen, was ich echt gut finde und perfekt für die Lion King Season nächstes Jahr. Und passend dazu, erstmal muss ich euch den Karton zeigen. Wie toll ist bitte der Karton? Aldo hat ja wirklich sehr viele Disney-Schuhe rausgebracht. Vor allem diese Stiefeletten haben es mir ja wirklich angetan. Das Problem ist, und auch High Heels und so, aber das Problem ist, ich trage halt so selten hohe Schuhe. Im Alltag eigentlich kaum. Und wenn ich dann vielleicht mal einmal im Jahr abends weggehe, trage ich mal hohe Schuhe. Ja, also ich bin nicht der hohe Schuhe-Typ. Ich bin ja eh schon groß, ich bin ja 1,75. Und wenn ich dann noch hohe Schuhe anziehe, dann bin ich ja fast so groß wie mein Freund. Genau, aber ich habe mir passend zu dem Rucksack die Schuhe bestellt. Ja, natürlich passend zum Rucksack. Die haben 80 Euro gekostet, glaube ich. Die habe ich auch bei Zalando bekommen. Wie gesagt, wenn ich irgendwas von der Aldo-Kollektion noch finden sollte, packe ich es unten in die Infobox, weil die sind echt super. Es gab noch andere mit einer anderen Form, so ein bisschen mehr wie Ballerinas, aber spitz. Wenn ihr die Kollektion gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Das Problem bei denen war, die hätte ich gerne auch behalten. Aber 38 war mir zu klein und 39 war mir zu groß und es gab keine halben Größen. Deswegen, leider, gut für mein Geldbeutel, habe ich nur die hier behalten. Und die haben so ein, also das fühlt sich oben nicht wie, das ist kein glattes Material, sondern als wäre es so Haare. Natürlich sind es keine Haare, aber ja, so fühlt sich das an vom Material her. Und ich finde es total toll und passend zum Rucksack. Und das letzte Teil, was ich von Aldo mir bestellt habe, sind Ohrringe. Ich packe die mal aus. Und zwar waren die auch im Sale bei Zalando und haben nur 10 Euro gekostet. Und ich liebe sie. Ich muss sagen, ich habe sie jetzt zweimal. Das sind halt so, also ihr kennt die großen, runden Ohrringe von früher, die man so getragen hat. Und das sind jetzt auch so Ohrringe, nur halt im Mickey-Shape. Wenn man das so gut sehen kann. Genau, ich habe sie jetzt zweimal, weil ich sie so toll finde und sie so günstig waren und Angst habe, dass das eine Paar mir irgendwann kaputt geht und dann ich sie nie wieder bekomme.
Deswegen habe ich mir direkt zwei gekauft. Ja. Aber ich finde sie wirklich toll. Sie stehen mir wirklich gut. Ich habe auch sehr viele Komplimente schon bekommen, dass sie mir richtig gut stehen. Und ich habe es auch schon mal in meiner Story auf Instagram gezeigt. Und dazu kommen noch so kleine Stecker. Aber ja, wenn man zwei Ohrlöcher hat, kann man die dann zusammentragen. Und ich habe zwei Ohrlöcher auf jeder Seite. Also passt das ganz gut. Und ja, für 10 € kann man sich ruhig mal zwei Pack kaufen. Ja, machen wir weiter mit Shop Disney. Ja, Shop Disney hat auch diesen Monat auch alles rausgehauen, was geht. Erstmal gab es den Frozen-Schlüssel. Dann gab es, glaube ich, zweimal 20% auf sehr viele Sachen, die ich auch haben wollte. Ja, und da habe ich, wie gesagt, zugeschlagen. So, fangen wir an mit dem Schlüssel. Wenn ich ihn jetzt rauskriege. Genau, und zwar gab es den Frozen-Schlüssel. Ich weiß nicht mal, es war Anfang des Monats. Wenn ihr im Wert von 15 € etwas gekauft habt von der Frozen-Kollektion, gab es diesen Schlüssel gratis dazu. Ich zeige euch den jetzt erstmal von nahem. Genau, so sieht er aus. Hier sind kleine Schneeflocken in dem D. Und ja, und dann ist noch so ein Zettel dran. Mit Frozen. Ja, ich habe mittlerweile einen Toy Story Schlüssel und das ist jetzt mein zweiter, mein Frozen Schlüssel. Die sind ja immer limitiert, die gibt es nur zu speziellen, ja, Zeiten. Oder halt, wenn ihr zu einer Shop-Eröffnung geht, also wenn morgens der Disney-Shop aufmacht, zum Beispiel in Deutschland gibt es leider nur einen in München. Shop Disney, falls ihr mal irgendwann meine Videos sehen solltet, bitte eröffnet einen oder mehrere noch in Deutschland. Das wäre sehr nett, weil ich hätte auch gern einen von dieser Eröffnung. Also wenn ihr morgens, sagen wir mal, ihr seid in München, und ihr wollt so einen Schlüssel haben, dann geht ihr einfach bevor der Shop aufmacht, stellt euch vorne an die Tür, wartet, bis der Shop aufmacht. Da gibt es dann eine Zeremonie, wo ihr mit so einem großen Schlüssel den Shop sozusagen eröffnet, also aufmacht morgens. Und dann kriegt ihr so einen Schlüssel, der sieht dann anders aus als der. Den kriegt ihr dann gratis im Prinzip. Das will ich unbedingt mal machen. Ich muss das mal in Paris machen. Und ja, Debbie, falls du das siehst, wir müssen das mal irgendwann machen. Haben wir ja gesagt. Zweimal hintereinander, weil jeder von uns braucht einen Schlüssel. Müssen wir uns aber vielleicht im Sommer oder so vornehmen, wenn wir da sind. Ja, dann habe ich ja eben gesagt, man musste was bestellen im Wert von 15 €, um diesen Schlüssel zu bekommen. Und ich habe mir dieses Olaf-Ornament bestellt. Der hat 17 € gekostet. Und es zeigt Olaf in diesen Herbstblättern tanzen. Und ich habe ja schon vorher erwähnt, Olaf ist einfach mein Liebling. Und deswegen fand ich es ganz süß. Ich weiß noch nicht, ob ich es auf dem Weihnachtsbaum hänge oder irgendwo platziere, weil die kann man auch ganz gut hinstellen. Genau, so. Weiter geht's mit Shop Disney. Gestern kam dann auch noch eine Bestellung an. Also ich mache das jetzt durcheinander. Es kamen, wie gesagt, drei Bestellungen von Shop Disney habe ich diesen Monat gemacht. Genau, und zwar gestern in dem Paket war einmal dieses Häuschen dabei. Das ist jetzt schon für Weihnachten. Ihr seht Mickey als Nikolaus verkleidet mit Schneeflocke. Minnie mit Geschenk hier oben. Goofy guckt aus dem Haus. Was haben wir noch? Hier haben wir eine Seite mit Chip und Dale. Und hier haben wir noch Donald. Und das ist im Prinzip ein Teelichthalter. Und ich bin ja schon so begeistert von dem Teelichthalter hier. Den gab es jetzt am Anfang der Halloween-Season. Und dann habe ich dieses Häuschen auch gebraucht. Und was hat das gekostet? Ist ein Preis dran. Na toll. Oder? Ah doch, 16 €. Und wie gesagt, es gab ja 20%. Deswegen habe ich zugeschlagen. Und meiner Mutter habe ich auch einen mitbestellt, weil sie sich beschwert hat, dass ich den hier ihr nicht gezeigt habe. Und dann habe ich direkt gesagt, hier willst du den auch haben, bevor du dich wieder beschwerst, dass ich dir nicht Bescheid gesagt habe. Ja, ich liebe Weihnachtsdeko. Ich kann es kaum erwarten, alles aufzustellen. Genau, und dann war in der Bestellung noch ein Set von Rucksack und Geldbeutel. Den Rucksack habe ich bei der lieben Nicole gesehen. Die war nämlich in London und hat sich den da im Shop selbst gekauft. Und ich fand ihn so toll. Er ist rot, hat hier vorne nur einen Mickey. Und er ist sehr simpel, aber auch sehr groß. Und er hat 28,90 € gekostet. Wie gesagt, 20% zur Betonung. Und da passt auch relativ viel rein. Der ist auch groß. Und den kann man auch mal gut im Alltag tragen. Der müsste auch noch online verfügbar sein. So, und dazu passend den Geldbeutel. Ich mag ja Geldbeutel, die hier so ein Ding dran haben, weil ich das gerne halt so in der Hand halte, wenn ich unterwegs bin.
Und der Geldbeutel war 20,90 Euro. Und er ist auch sehr dezent. Also man hat hier die Mickey-Hose und im Prinzip, wenn man es aufmacht, hat man hier nochmal eine Mickey. Dann hat man hier ein großes Fach für seine ganz vielen Geldscheine, die ich nicht habe. Kartenhalter. Dann hat man hier noch zwei Fächer. Und hier hinten ist der Reißverschluss fürs Kleingeld. Ich finde die Aufteilung sehr gut. Ich mag die Farbe und vor allem, dass ich habe lange keinen Geldbeutel mehr gehabt, der hier so einen Griff hat. Und als ich ihn gesehen habe, dachte ich, ja, und passend zum Rucksack. Obwohl ich jetzt nicht so der Typ bin, der seine Geldbeutel den Handtaschen anpasst und so auf die Geldbeutel wechselt. Ja, dann habe ich mir auch eine Jacke bei Shop Disney gekauft. Und zwar diese Jeansjacke. Zeige ich euch nur von hinten, weil da hinten ist das Tolle. Und zwar ist da ein Mickey drauf. Und obendrauf steht Leader of the Club. Die hat ursprünglich 60 Euro gekostet, oder? Ja, 60, aber 20% Rabatt. Das heißt, ich habe sie nur für 48 Euro bekommen. Sie fällt, also wenn ihr euch die bestellen wollt, ich glaube, die gibt es auch wirklich noch online, die fällt sehr groß aus. Also ich habe jetzt M und ich könnte auch locker S tragen, aber da kann man dann mal einen dickeren Pulli drunter anziehen. Und ihr seht, wie es angezogen aussieht, da unten. Ja, wie eben erwähnt, habe ich mir ja auch Anna bestellt als Funko. Und im Shop Disney kosten die, glaube ich, auch 15 Euro. Oder bei EMP sind sie etwas günstiger. Ich glaube, Elsa war 13 Euro und dann war Anna 15. Genau, und dann haben wir hier Anna auch in einem neuen Outfit mit anderer Frisur. Sie trägt keine Zöpfe mehr im Frozen 2, was ich schon ein bisschen irritierend finde. Anna ohne Zöpfe. Aber es ist halt so ein Erwachsenen-Look. Wenn ihr den Trailer mal gesehen habt, der wirkt ja sehr erwachsen. Ich glaube, das liegt daran, dass die Generation, die Frozen 1 geguckt hat, jetzt mittlerweile etwas älter ist und die den Film deswegen auch etwas erwachsener gemacht haben. Genau. Und dann haben wir hier einmal Anna. Und ich habe mir noch Olaf bestellt, aber der sieht etwas anders aus. Also erstmal, das ist die Verpackung. Erstmal ist der kleiner als die anderen Funkos. Und ja, hier seht ihr ihn. Olaf. Dann gibt es hier ein paar Laubblätter. Und hier nochmal Arme, die ihr tauschen könnt, warum auch immer. Aber, und er hat hier auf dem Bauch kleine Schneeflocken, was ich ganz süß finde. Und ja, Olaf musste sein. Ich bin ja der Fan von Olaf und Sven. Sven werdet ihr auch gleich in meinem Haul sehen. Oh, ja. Es nimmt kein Ende. Oh, gut, weiter geht's. Dann habe ich mir bei Shop Disney noch diese Frozen-Tasche bestellt. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich fand sie süß. Und man kann ja nie genug Taschen haben. Ich weiß nicht, was sie gekostet hat. Ich glaube so 2-3 Euro. Mittlerweile kann man nie genug Reusable Bags haben. Von Disneyland habe ich auch Millionen. Ja, und dann die zwei letzten Sachen aus Shop Disney. Ja. Einmal hier dieser Pullover. Ich finde den wirklich toll mit Steamboat Willy hier vorne. Und hinten habt ihr MM für Mickey Mouse und wann Mickey geboren wurde, und zwar 1928. Der ist super cozy, also sehr bequem. Ich finde ihn super toll. Und deswegen muss der mit oder nach Hause kommen. Und der ist auch lang, jetzt suche ich das Preisschild. 35 Euro also und 20%. Also vom Preis her echt, da kann man nicht sagen. Und das letzte Teil aus Shop Disney. Weihnachten steht vor der Tür. Tada! Einen Weihnachtspullover. Ich habe zwar schon sehr viele von letztem Jahr, aber ich muss sagen, ich habe die jetzt ein, zwei Stück bei Kleiderkreisel verkauft, weil sie etwas kurz geschnitten sind. Und im Winter ist es ja kalt, das mag ich nicht so. Deswegen habe ich mir jetzt hier den bestellt, sogar in L, damit der etwas länger ist und etwas lockerer fällt. Und ihr seht Mini mit einem glitzernden Weihnachtshut, einem Schal, ganz viele weiße Pompons, Schneeflocken und der war 38 Euro. Und Debbie hat den sich auch gekauft und dann haben wir ja wieder einen Partnerlook. So, kommen wir zum letzten Einkauf diesen Monats. Aus dem Disneyland. Aber ich muss sagen, es sind jetzt auch noch ein paar Sachen. Also ganz so schnell wird es nicht vorbei sein. Und auch sogar aus Disney World, Florida. Aber ich war selbst nicht da. Ja, legen wir einfach mal los mit Mützen. War ich da Anfang Oktober und da war es etwas kalt abends und dann habe ich mir zwei Mützen gekauft. Einmal hier diese Weihnachtsmütze. Ihr seht noch, das Schild ist dran, weil ich es nicht abgenommen habe. Aber ich fand sie so
ihr seht, ich bin total durch. Also, ich fand diese Mütze so toll für Weihnachten, dass ich sie mir dann schon Anfang Oktober gekauft habe. Und sie ist so dezent. Ihr seht hier nur Mickey auf dem Schlitten. Ansonsten ist es wirklich sehr dezent Disney gehalten. Ich probiere die jetzt auch mal an, falls ihr da seid und euch die auch kaufen wollt. Die kostet 20 Euro. Und ich habe ja sowieso 20% Rabatt im Disneyland. Genau. So sieht die aus. Und dann kann man auch gut Ohren drauf packen. Wollen wir denn meine Ohren? Kann ich euch zeigen, wie ich immer... Da. Kann ich euch mal zeigen, wie ich immer im Disneyland rumlaufe im Winter. Genau. So. Also immer eine Mütze an und dann Ohren oben drauf. Ja, das war Mütze Nummer 1. Und dann bleiben wir direkt bei Mützen. Muss ich meine Ohren nicht anziehen. Und zwar hier die Mütze. Die hat so ein bisschen einen leicht amerikanischen Stil. Jetzt ist sie nicht unbedingt eine Weihnachtsmütze und die ist rot-blau. Und die hat auch 20 Euro gekostet. Und ich zeige euch die jetzt mal. Also die hat so Sterne und Mickey-Köpfe. Ja, ist ein bisschen amerikanisch angehaucht, so ein bisschen wie die Amerika-Flagge. Aber die fand ich ganz gut. Ja, dann habe ich euch ja schon von meinem Spirit Jersey erzählt am Anfang, wo ich die Ohren gezeigt habe. Ja, das ist er. Ihr seht den Mickey-Kopf, den ich in den Ohren hatte, in diesen Leuchtohren in der Mitte, passend zum Spirit Jersey. Und hinten drauf steht Merry Christmas, oder? Nee, doch. Das C habe ich nicht gesehen, doch. Steht Merry Christmas drauf. Und hier unten habt ihr so ein Karo-Muster und dann seht ihr da noch die Mickey-Köpfe. Try on ist, seht ihr auch nochmal. Und ich finde den so schön. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin ja im November und im Dezember im Disneyland. Und also zweimal zur Christmas-Season. Und ach, ich werde den auf jeden Fall beide Male tragen, weil ich finde den so toll. Spirit Jerseys kosten 60 Euro im Disneyland. Da ändert sich noch nichts am Preis. Also günstiger werden die nicht, die werden nur teurer irgendwann. Ja, aber ich bin so in love. Ich liebe den. Debbie, amazing. Sie weiß, was ich meine. Also, genau. 60 Euro Spirit Jersey. Ich kann es kaum erwarten, wenn es Weihnachten ist. Dann habe ich einen Eimer gekauft. Einen Trick-or-Treat-Eimer. Das ist ja eigentlich ein zum Süßigkeiten sammeln. Aber wir waren ja auf der Halloween-Party. Und wir wollten, also Debbie und ich, uns diesen Eimer mit unserem Kostüm kombinieren. Und so als Art Handtasche. Wir haben den auch dabei gehabt, aber im Endeffekt haben wir gesagt, der war total unnötig und ätzend. Und eigentlich hätten wir ihn nicht gebraucht zum Rumtragen. Aber er ist auch für nächstes Jahr dann schön. Man kann eine Lichterkette reinlegen. Und dann kann man den vor die Tür stellen oder irgendwo ins Regal oder in eine Ecke und dann leuchtet der auch ganz toll. Genau, und diese Eimer kosten 10 Euro, was in Ordnung ist. Ist halt Plastik, ne? Dann habe ich mir noch zwei Pins gekauft. Und zwar einmal diesen rosé-goldenen Mini-Pin. Den hat Debbie sich nämlich eigentlich gewünscht. Und als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn so toll. Da musste ich ihn auch haben und der war 8 Euro. Und dann habe ich mir noch Olaf gestern mitgenommen. Habe ich schon erwähnt, ich liebe Olaf. Ja, und zwar dann diesen Olaf-Pin und den mache ich dann, wenn ich im November da bin und Olaf treffe. Hoffentlich, wenn es funktioniert, die App, mache ich mir den an meinen Arendelle Spirit Jersey. Das sieht dann bestimmt ganz, ganz toll aus. Genau, und der war 7 Euro. Olaf. Genau, so, und dann zeige ich euch jetzt das letzte. Muss ich jetzt in Ordnung schaffen, genau. So, dann die liebe Kaylee hat mir dann noch diesen Button aus dem Halloween-Button aus dem Hotel mitgebracht, weil sie in der Secure Lodge übernachtet hat. Diesen Halloween-Button von diesem Jahr mit Ursula drauf. Lieben Dank. Und das letzte Teil aus dem Disneyland Paris. Sven! Oh. Ich habe ja schon mal ein Merchandise-Video auf Access Channel gemacht mit dem neuen Frozen 2 Merchandise, aber nur auf Englisch. Und da war ich ja schon schockverliebt und da habe ich auch schon gesagt, dass ich ihn mitnehme mit nach Hause und da ist er. Der schlafende Sven. Ich könnte ihn einfach die ganze Zeit anschmachten. Ich musste ihn jetzt auch schon auf diesem Trip dreimal kaufen für andere Leute, weil die so begeistert von ihm sind. Also der ist relativ groß, der ist super weich. Okay, er hat Hörner, aber die stören mich jetzt nicht. Und schaut euch einfach diesen Blick an und die Pfötchen hier vorne.
wie die zusammen sind und oh, ich liebe Sven. So, gute Nacht. Nein, also er liegt bei mir auf der Couch, da darf er auch bleiben, laut meinem Freund, weil er jetzt nicht so Disney schreit. Also wenn man nicht Frozen kennt, weiß man noch nicht, dass es Sven ist, dann könnte es auch irgendein Elch sein. Genau, und der ist auch gar nicht so teuer, der kostet nur 36 Euro, also für die Größe finde ich das echt in Ordnung. Und dann mit den 20% kann man nicht sagen, hallo, ich bin Sven. Ja, also ich liebe ihn einfach. Bye bye, tschüss, das war's. Nein, bringen wir das jetzt noch zu Ende. So, last but not least. Ah, hab ich ja gesagt, es ist auch was aus Florida dabei. Und zwar der Axel war nämlich in Florida im Urlaub und hat mir was oder uns sogar mitgebracht. Also Tom, Debbie und ich wollten neue Spirit Jerseys haben für Halloween. Und zwar haben wir uns hier diese bestellt. Ihr seht, die funkeln. Das Schwarz funkelt. Vorne ist dieses typische, also in Walt Disney World sehen die Spirit Jerseys halt anders aus als in Paris. Aber so sehen die halt da aus. Die haben dann vorne immer dieses... wann Walt Disney World eröffnet hat, 1971, einen Kürbis-Mickey und hinten steht Walt Disney World drauf. In diesem tollen Halloween-Orange mit Mickey Pumpkin und dieses Glitzer ist einfach der Wahnsinn. Wir haben jetzt im Endeffekt bezahlt, weil Axel auch 20% Rabatt hat in Walt Disney World, 52,50 Euro pro Spirit Jersey. Also sie sind etwas teurer als die bei uns. Aber da kommen ja immer noch dann die Steuern dazu. Genau, und ich liebe ihn. Ha, leider konnte ich ihn jetzt nur einmal anziehen für die Halloween-Season. Aber gut, nächstes Jahr dann. So, was er mir noch mitgebracht hat, was ich haben wollte, ist diese Kette. Ich mache davon ein Foto und zeige es euch unten. Jetzt kriege ich sie. Also, es ist einmal diese Arendelle. Also, das ist aus der Arendelle Aqua-Kollektion. Die gab es aber dann nicht in Paris. Und zwar ist es eine Kette. Mit Ohren. Mit den, die sehen ein bisschen aus wie die Arendelle Aqua Ohren, aber ein bisschen dunkler. Und die wollte ich unbedingt haben. Die ist auch, glaube ich, lang. Und die hat 20 Dollar gekostet und dann noch 20% Rabatt. Die wollte ich unbedingt haben. Ja. Ich liebe ja auch so Ketten. So, dann wollte ich ganz viele reusable Bags haben von Axel aus jedem Park. Er hat mir eine aus Epcot mitgebracht. Walt Disney World. Achso, ich konnte euch mal die Rückseite zeigen. Also Epcot. Hat einmal hier einen Eiffelturm, Space, irgendwas. Genau, da steht hier Epcot drauf mit der Kugel. Walt Disney World mit dem Schloss und Epcot, Animal Kingdom und weiß ich nicht. Und dann eine Animal Kingdom Tüte mit dem Baum. Ich war noch in Florida, ich weiß nicht, wie die heißen. Und hinten habt ihr nochmal Mickey und... ich glaube, das ist dieser Avatar-Ride, ne? Pandora, irgendwas? Schieß mich tot. Genau, das hat er mir mitgebracht. Und last but not least hat er mir noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich ziehe es mal an für euch. Und zwar ein neues Paar Ohren. Also Ohren kann man es nicht nennen, das ist eher so ein Hut. Genau, die hat er mir mitgebracht als Geschenk. Vielen Dank nochmal. Und das sind die, ist halt so ein kleiner, es sind nicht richtig Ohren. Natürlich sind da Ohren drin, aber es eher sieht aus wie so ein kleiner Hut. Dankeschön. Ja, so, Ohrenwechsel, damit wir auch bei den gleichen Ohren bleiben. Ja, das war's. Das war mein sehr langer, großer Oktober. Ich weiß auch nicht, was im Oktober passiert ist. Aber letztes Jahr war das auch so. Aber letztes Jahr dachte ich, das lag an Mickys 90. Geburtstag. Weil da hat ja auch jeder Shop irgendwas rausgebracht zu Mickys 90. Geburtstag. Ja, naja, so ist es nun mal. Ich kann halt auch nicht Nein sagen, ne? Ja, das war mein Oktober-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, wie am Anfang schon erwähnt. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt über Produkte oder wo es was zu finden gibt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte alles gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!